demons we will face. The heroes we will become. Hey, wir sind drin. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich hoffe ein Final Fantasy 7 Remake. Das wird kommen, auf jeden Fall. Untertitel sind auch auf Englisch. Das sind Untertitel? Twitch zeigt mir Untertitel an. So. Hey, die hätten ruhig mal Deutsch lernen können für dieses Event. Ja. Oh, hoffentlich haben die bei Nintendo morgen dann auch. Haben die dann wenigstens auf Deutsch. Na dann, es geht los. Bist du schon gespannt? Ja, ich bin ja bei Square Enix nicht so wirklich vieles, was mich interessiert. Vieles nicht, ich glaube, ein, zwei Sachen. Da, Tomb Raider, hast recht gehabt. Das war da, glaube ich, die gute Lara. Oh, neues Abenteuer. Yay. Okay. Weil wieder wird man ins Abenteuer reingestürzt. Ja, wörtlich genommen. Flugzeug geht kaputt. Das ist übrigens das ganze Abenteuer. Man arbeitet sich vom hinteren Sitz nach vorne vor und stirbt. Wow. Der Typ stirbt. Wahrscheinlich. Er ist schwarz. Die Schwarzen sterben immer als erstes. Es tut mir leid, es ist nun mal einfach so. Hi, my name is Daniel Shayukso. Zum Glück. Zum Glück. Nein, nicht so. Nein. Ich hatte meinen Satz im Gedanken noch nicht fertig. Ich wollte sagen, zum Glück hat Lara überlebt, aber logisch ist es nicht. Normalerweise wäre sie auch rausgeschleudert worden. Egal, ob sie sich da anschnallt oder nicht. Ja, definitiv. Aber ich finde ihr 3D-Modell cool. Brick, was machst du denn da? ich habe mir Brüste wachsen lassen. Nee, du bist einer von denen da unten. Ach so, schade. Du hast dein Smartphone fallen lassen. Mein Smartphone fallen lassen? Ja, es war wahrscheinlich eher ein Walkie-Talkie oder sowas. Ich hab gerade einen Lag, ich sehe nichts mehr. Oh, das ist doof. Dann musst du nochmal F5 machen und am besten alles an alle anderen Seiten irgendwie schließen oder so. Cool, Lara kann über Bäume klettern, wie ein Affe. Wo bist du gerade? Hast du gerade 50 XP bekommen? Gesehen? Weiß nicht, sie hat gerade einen Crafting Molotow geworfen. Jetzt stürzt sie sich auf einen Typen drauf, vom Baum aus. Jetzt hat sie 30 XP bekommen. Für einen Stealth Kill. Okay, muss ich aktualisieren. Und schleichen kann sie. Na, was ist denn? Oh, lad doch mal bitte. Hallo? Danke. Ja, Werbung, danke. Wow. Ja gut, ich habe ja keine Werbung. Ich bin ja angemeldet bei Twitch selber.
Ja, ich ja auch. Hey, you know Maltese's access code? 010353 Mike. Ich hab Werbung trotz meinem Adblocker. Okay, ich hab Twitch Prime, deswegen habe ich keine Werbung. So, jetzt hat jemand einen Pfeil in den Kopf bekommen. Ja. Okay, gut, dann. Und sie versteckt sich in einem Gebüsch. Sieht sehr stealth-lastig aus, das Spiel. Ja, die Spiele konnte man ja bisher auch so durchspielen. Das letzte, muss ich sagen, konnte man auch sehr stealth spielen. Kenne ich mich nicht mit so aus, ich habe nur ein paar Let's Plays dazu gesehen, selber gespielt hatte ich nicht. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht so meins. Ich war noch nie so wirklich ein Fan von Tomb Raider. Die Filme mochte ich, die beiden, die rauskamen. Es soll ja jetzt auch noch eine herauskommen mit der jungen Lara. Aber ansonsten so. Ja, die Filme fand ich auch, ey. Von den Spielen her habe ich jetzt auch noch nicht so. Ich glaube, ich habe früher mal als Kind eins versucht und bin in der ersten Falle draufgegangen, da hatte ich keine Lust mehr. Aber wie gesagt, das 3D-Modell finde ich cool. Das würde ich selber gerne designen können. There's new traversal techniques like grappling, wall running. We even have a full 360-degree underwater swimming, which means full underwater exploration. Nicht unter Wasser Level. We have also one of the biggest hub we ever created in any Tomb Raider game, featuring a hidden city. And of course, we have tombs. We have more of them and they're deadlier. Wie oft im Chat steht Final Fantasy 7? Ich guck da gar nicht auf den Chat und ich hab den gar nicht in der Aufnahme mit drin. Ich komme da gar nicht hinterher, wenn ich da mal reinguck, kurzzeitig. Ja, ich glaube, letztes Jahr hatten sie was zu Final Fantasy 7 kurz gezeigt. Aber nichts weiter gesagt, glaube ich. Deswegen warten alle jetzt drauf. Oh, es wurde ein bisschen warm. Shadow of a Tomb Raider. Sind das jetzt Cutscenes oder sind das wirklich actually Szenen aus dem Spiel? Das sah eben sehr nach Cutscene aus. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Oh, was ist das? We stand together, but we are the Anime Girls, yay! hast du? Nee, hast du, das nicht von Square Enix. Nee, ist von Blizzard, glaube ich. Stormblood, Final Fantasy 14. Oh dear. Aber wir haben doch schon. Du hast schon wieder sehr viele Sekunden mehr als ich. Das ist seltsam. Das ist wahrscheinlich der Delay. Ja, nur zeig was vom Spiel. Ich will sehen, wie die Grafik ist. Meinst du nicht, dass das Spielszenen sind? Ja, jetzt ja. Oh, es gibt den Alpha Omega Stein. Wow. Ich möchte den Alpha Omega sein. Aus Pokémon. Haben sie geklaut. Ja, jetzt kann es auch eine Mega Entwicklung machen damit. Eine Omega Entwicklung. Ich muss gerade sehr an Diablo denken. Irgendwie ja. Was habe ich die Tage auch irgendwo auf Twitter gelesen? Es soll, oder war das einfach so bei Google? Es soll wahrscheinlich ein Diablo 4 in der Mache sein. Soll denn das weitergehen, weil man hat da Diablo und Diablo 3 getötet? Ja gut, aber ich glaube vom Seelensplitter war ja noch was übrig, als man den anderen Endboss, diesen Erzengel, besiegt hatte. Was ist das? Final Fantasy. Eine gruselige Katze. Nee, Monster Hunter Monster World. Hunter. Ach so. Oh, ich will den Drachen haben. Boss. Und Final Fantasy, was? Katze ist der Boss.
Haben sie das kombiniert oder wie? Ja. Oder zumindest Kostüme. Nee, da. Sie sind gekreuzt. Im Sommer diesen Jahres. Healing Potion. Kannst eine Free Trial spielen. Kritzel! Zeichnung! Die könnten von mir sein. Was soll das jetzt sein? Ich habe auch mal so ein Hai gemalt. Das ist die. Die hat keine Freunde. Darum hat er einen Umhang. Life is strange. Sehr viel von Life is Strange. Ja, grafisch auf jeden Fall. Hi everyone, my name is Michel Kor. Oh mein Gott, es funktioniert! Cool! Ja, da stimmt, da steht was. As you may know, we have just revealed the awesome adventures of Captain Spirit. Captain Spirit. Story in the Life is Strange universe. And this full experience will be available to download for free on the 26th of June. To us, Life is Strange is not a single town or set of characters. Captain Spirit is our way for introducing the players to the many stories we want to tell in this expanded universe. Captain Spirit is not Life is Strange 2, but it will be your first steps in the schon lustig, wenn Franzosen Englisch sprechen. And even some links to the brand new story and characters of Season 2. So make sure you take all your time to explore. We cannot wait for der Typ mit der Brille, nicht Van Gogh? Du meinst den Koch? Koch? Aha, es ist keine Fortsetzung von Life is Strange, aber es spielt irgendwie in demselben Universum. Soweit habe ich es jetzt rausgehört. Yay, Anzug! Du kannst es tun, oh Sailor Moon. Oh nein, eine Genki-Dama. Ein Meteor. Oh, da wird es ja wieder einen wunderschönen Soundtrack geben. Bestimmt. Captain Spirit, 100% frei, ab 26. Juni. Cool, kann spielen. Ein Typ mit einem Schwert. Ein anderer Typ mit einem Schwert. Ein alter Mann mit einem Krückstock. Der gefährlichste von allen. Eine Lady mit irgendwas. Ich denke Dragon Quest. Könnte sein. Der letzte Typ sah zumindest so aus. Die anderen. Ja, Dragon Quest. Habe ich auch noch nicht gespielt. Doch eine Reihe einmal für einen V-Teil, aber der war irgendwann langweilig. Ich hab für. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Konsole oder Handheld. Mal einmal kurz anprobiert. Eine okay. Demo. It is your fate to save this world. Ein Masterschwert. For this, you must survive. Bright luminary. Let the light ein Lichtschwert. Shine on the world again. Ein Schwert, um sie zu knechten. Irgendwie so. Das sind Skelettkrieger. Glaub, Link wäre eifersüchtig. Ja. Tja, Link kann nicht so mit Magie umherprallen, wie die. Nee, die haben sehr viel von Dragon Ball. Ich glaube, das hatten sie schon immer. Ja, ich glaube, beim ersten Teil, der mal in der Werbung früher lief, habe ich auch gedacht, das wäre so eine Parodie von Dragon Ball. Weil der erste Typ so ähnlich aussah, so einen Angriff gemacht hatte. Oh, scheinbar so ein Open World Ding wieder, ne? Ja. Noch mehr Open World wahrscheinlich. Yay. Als sonst. Ich komme doch schon aus dem Zelda-Spiel nicht mehr raus wegen der Open World und aus Mario auch nicht. Wenn ich noch mehr Open World kriege, dann komme ich ja gar nicht mehr wegen.
Die 7 Dragon Balls, nur halt irgendwie anders. In bunt. Die 7 Farbkugeln. Mit Regenbogenbrücke. Jetzt in der Lichter Edition. Hast recht gehabt, Dragon Crest. 11. Jupp, jupp, jupp. Sieht an sich gar nicht schlecht aus. Aber man hat nicht wirklich was vom Game gesehen, das finde ich schade. Ja, also glaube ich, dass man nicht viel vom Game gesehen hat. Es sah aus wie irgendwie gerenderte Cutscenes oder so. Also nicht so wie Gameplay. Lustig ist aber an der Sache die Edition of Light, hast recht gehabt. Ja, da. Gibt sogar eine Spezialedition. Final Fantasy? Ja. Hey, doch. Auch mit drin irgendwie. Die sind ja überall mit drin. Franchise-Kloppe. Juhu. Wir klatschen einfach alles zusammen und verkaufen das. Machen wir. Okay, komm her. Oh, was ist das? Geheimnisvoll. Kengeki no Kyojin hätte ich fast gesagt, aber nee. Ein Königreich gegen ein anderes Königreich und ein Riesenkristall. Game of Thrones ist das. Eine Apokalypse. Weltkrieg. Ey, wieso sagen die denn die Elder Scrolls, ne? Von Square Enix? Hä, hey, was ist, läuft denn mit euch nicht in Ordnung? Ich habe immer noch keine Ahnung, was das sein könnte. Ich kenne das nicht. Hätte jetzt gedacht eigentlich Game of Thrones, weil das sah ziemlich danach aus, die Map eben. Okay, ja, doch nicht. Schade, Kann ich nicht mitreden. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Nein, definitiv nicht Game of Thrones. Awakening. Kann das sein jetzt? Noch haben sie nichts gesagt. Das sieht aus wie so ein... Colossus 2? Das sieht aus wie ein Diablo-Typ. Lol. Rebirth. Das erinnert mich so ein bisschen an Bayonetta. Babylon's Fall. Sah so aus, als wenn seine Frisur angreift. Ja. Kam auch irgendwie aus den Haaren oder so. Das Coole ist, dass fast alle Spieler für Steam auch rauskommen. Also kannst du das theoretisch spielen, wenn du dann was dabei hast. Hab irgendwann mal. Tja, das andere hat ja leider nicht geklappt. Nee. A masterpiece discovers a new home. Das sieht aus wie Nier Automata. Ja, genau. Bin gerade nicht drauf gekommen. Ich hab mir den Namen nur gemerkt wegen der Frau mit der Augenbinde. Bin ich auf Nier gekommen. Ich wollte gerade Dark Souls sagen, aber es stimmt ja nicht so ganz. Nein, nicht ganz. Yay, DLCs. Yay, Disneyland. Das ist ein trauriges Disneyland. Oh, eine Götteredition. Da kannst du zum Gott aufsteigen. Wherever you wander, and whoever you meet along the way, Stab, Kleinkind, eine Weltkarte. Oh, für die Switch. Scheiße, warum hast du denn so viele Sekunden davor? Ich hab nicht mal Internet-Lags oder sowas. Ich auch nicht, ich habe auch nichts anderes jetzt offen. Außer die Seite, wo der Link herkommt. Aber wieso lädt's denn schneller bei dir? Das nervt mich voll. Ach, das Spiel, das hatten sie schon mal irgendwo angezeigt. Ja, genau, das hat... Seid jetzt nochmal neu geladen. Bin gerade wieder in der Werbung. Das war bei der Nintendo Direct, die wir gesehen hatten dabei. Das Spiel. Wie hieß denn das Spiel? Octopath Traveler. So. Sah aus wie so ein RPG-Maker-Spiel, so mit Tiefenschärfe. So.
So, ich sehe den Helikopter, ein Motorrad. Jetzt sehe ich einen Sprung. Wo bist du gerade? Jetzt bist du schneller gewesen. Weiß nicht, 5 Sekunden. Rodriguez. Das ist nichts für mich. Ich bin kein Shooter-Spieler. Ich will mal gucken, wo du jetzt gerade ungefähr bist. Sag mal jetzt, was du siehst. Ein Baum mit Bergen im Hintergrund. Jetzt eine Wiese. Jetzt ein... Bleib doch mal stehen. Ich kann doch nicht so... Na, jetzt eher. Pyramide? Da ist ein Tornado. Jetzt kommt die Pyramide. Ein Reh oder Hirsch. Okay, gut, jetzt bin ich sehr viel früher da als du. Das ist nervig. Ja, aber das liegt halt an den Servern von denen. Da kannst du so jetzt nichts machen. Aber so rum ist doch okay, dann kann ich dir wenigstens nicht aus Versehen was vorsagen. Ja, so warte ich einfach und dann sag ich was dazu. Ja. Zu dem Spiel kann ich. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nur von Nintendo, das wird mindestens 2 Stunden gehen und dann kommt ja noch diese Treehouse Presentation. Wenn man das noch gucken will, dauert das glaube ich nochmal 4 Stunden. Aber wie lange jetzt dieser Square Enix Teil geht, weiß ich nicht. Das steht da immer nicht dazu. Also da es eine E3 ist, würde ich mal schätzen, 1-2 Stunden wird es schon gehen. Ach, ich frage mich gerade, ob Gronks Stimme denn auch wieder dabei ist. Wobei. Bei einem Bethesda-Spiel? Bei Just Cause. Beim letzten Just Cause war ja Gronks Stimme der Anführer der oder hier der Sprecher, wenn man irgendwo Patrouillen gekillt hat. Okay. Ja, gut, wie gesagt, das ist nicht mein Genre, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und weiß auch nicht, dass eben Gronk da mitgesprochen hatte. Weil ich habe das Let's Play von ihm gesehen. Hey, tanzen! Ich finde den Tornado daran lustig. Der Tornado. Ja, in dem Game wäre ich bestimmt gerne der Tornado, der einfach durch alles durchsaust. Willkommen in Just Cause 4. Ja, tschüss. Oh, Farbe. Eine Stadt. Geht kaputt. Eiskristalle, Glas. Nachdem ich hätte... Darth Vader gesehen, aber das wird wahrscheinlich irgendwie wieder. Nee, da hat bei NX gar nicht mitgearbeitet. Oh, das sieht aus wie Watch Dogs 2 oder irgendwie sowas. Aber da ist der Spieler ganz anders. Andere Grafik halt. Ja. Das ist jetzt gar keine Grafik, das ist jetzt. Das ist jetzt echt. Ich warte gerade auf den Moment, dass Will Smith ins Bild springt. Silence rings. Der stille Mann. Ja. Jetzt extra laut. Da hast du dein Essen. Hat eh nicht geschmeckt. Okay.
Sah jetzt auch nicht interessant genug aus. Kingdom Hearts! Kingdom Hearts! Kingdom Hearts! Juhu! Wie lange wartet man schon auf ein Kingdom Hearts 3, glaube ich? Ewig? Frozen, okay. War mir schon fast klar. Ja. Und hatte ich recht mit dem Franchise von Star Wars? Ich bin so gespannt. Hallo. Olaf, sind das deine Freunde? Olaf! Yay! Besiegt! Hey, Sora! Let it go! Oh ja, darauf freue ich mich. Oh, Eisattacken, yay! Bitte, bitte, lieber Gott, lass es da kein Atlantiker geben! Oh nein, ich will auch kein Unterwasser-Level. Kochen! Und Wildwasser? Okay, krass. Wir haben die Ulti. Ralf! Ralf reicht's und hier voll verföhnt. Ja. Na, kommt? Kommt? Kommt Star Wars? Auf jeden Fall schon mal so ein Shooter mit einem Flugzeug. Echt? Nee, das ist nicht echt. Armin oder wie er heißt er? Ich weiß den Namen gerade nicht. Und ich weiß nicht, wie der aussieht und den Namen auch nicht ganz. Mickey! Oh, dieser Soundtrack, warte mal! Oh, schöner Soundtrack! Ja. Ein Schwein, ein Sparschwein, Toy Story! Die Monster AG! Nee, das ist dieser arme Typ da. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Typen heißen. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich auch nicht, es ist auch schon ein paar Jahre her. Könnte ich heute mal wieder spielen. Yay, ganz als Let's Play. Tatsächlich wird nächstes Jahr eventuell oder übernächstes Jahr etwas auf meinem Kanal laufen in der Richtung. Oh, dunkel. Oh nein, Mickey ist zu spät. Kingdom Hearts 3. Juhu! Ah, toll für eine PS4 und Xbox One. Ich hab doch keine von den beiden Konsolen. Cooler Soundtrack. Das war schon? Ich hoffe nicht. Weil die lassen gerade Review passieren. Ja, ich sehe es auch, aber ich hoffe, da kommt noch mehr. Das. Ja, also eigentlich stand da noch, dass Final Fantasy kommt. Ja, vor allen Dingen Final Fantasy kommt eigentlich immer, weil es ist die Hauptmarke von ihnen. Danke für unsere Fans. Besucht uns auf der Seite. Lol, echt? Nicht Final Fantasy? Haben sie es wieder zurückgenommen oder was? Was? Aber die haben doch an einem Final Fantasy 7 Remake gearbeitet. Lol. Haben sie gesagt. Einfach kein Final Fantasy. Guck mal, der Chat gerade. Final Fantasy, rag, Final Fantasy, hä? Ja. Sehe ich auch. Wieso? What the fuck? Where's Final Fantasy? Jetzt ist doch mitunter die Hauptmarke für Square Enix. Ja, sie haben es tatsächlich nie angekündigt. Und da war überhaupt nichts bei von weder
ein neuer Teil, noch ein alter Teil, der remaked wurde oder so, nichts. Toll. Was heißt throughout? Throughout, ich kann das da gerade nicht übersetzen im Kopf. Moment. Ich muss selber erstmal gucken. Während. Okay. Passt vom Wort aber nicht irgendwie. Hier steht ja sehr mehr während der nächsten Woche. Hau doch hin. Auf dem YouTube-Kanal können wir mehr sehen, okay. Im Laufe der Woche. Also ich habe gerade mit Itchy geschrieben und sie hat auch gesagt, dachte, da kommt mehr. Das war enttäuschend. Ich auch. Ich will auch mit Itchy schreiben. Ja, tatsächlich ist das sehr enttäuschend gewesen, muss ich auch sagen. Ja, echt mal. Das war ja gar nichts. Das war ja nicht mal die Hälfte von nichts. Also naja, gut. Bei dieser Walmart-Seite, da haben sie Final Fantasy angezeigt, aber dann haben sie es jetzt wahrscheinlich wieder zurückgenommen. Weil sie wahrscheinlich noch nicht fertig sind. Ja gut, aber dann könnten sie ja wenigstens irgendwie kurz so sagen, ja, wir sind so weit, wir sind noch nicht ganz fertig, wir haben aber schon so und so viel, weil es ist ja schon über ein Jahr her, dass man was gesehen hat oder gehört hat. Deswegen könnten sie dann ja sagen, wir sind jetzt schon bei der Hälfte durch, hier habt ihr noch ein paar neue Gameplay-Trailer irgendwie. Weil es war letztes Mal schon sehr kurz von Final Fantasy 7 Remake, nur kurz angeschnitten und dann war's das. Da hätten sie ja jetzt ein bisschen mehr bringen können, sodass man zumindest weiß, aha, das ist immer noch, die arbeiten dran, aber sind noch nicht fertig. Jetzt weiß man gar nichts. Ja. War sehr, sehr hart enttäuschend. Ja, also. Tja, sure, gut. Ja, das war aber eine schnelle E3-Folge, ne? Ja. Was freust du dich am meisten von diesen Milliarden Sachen, die sie gerade vorgestellt haben? Oh, ich kann mich kaum entscheiden, so viele Sachen waren da zu sehen. Wir haben ja jetzt auch schon 2 Stunden rum, oh. Gut, also tatsächlich bloß Kingdom Hearts. Das war jetzt tatsächlich nur eine halbe Stunde. Ja. Also, wow. Von den ganzen Spielen würde ich jetzt mich auf Kingdom Hearts 3 freuen. Und Tomb Raider würde ich mir wahrscheinlich bei Gronkh dann als Let's Play angucken. Ansonsten war da jetzt so für mich. Ich hoffe nicht, dass er es macht, wenn ich ehrlich bin, weil ich mag das nicht. Okay. Denke mal, es wird Domtendo Let's Playen. Mit Sicherheit. Er hat ja das letzte Tomb Raider auch Let's Played. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das geguckt habe. Aber ich denke nicht bei Gronkh. Ah, mal schauen. Und was sind deine Highlights? Ja, tatsächlich nur Kingdom Hearts. Vanquest natürlich würde ich auch irgendwann mal spielen, aber habe ich nicht wirklich Lust drauf. Irgendwann mal. Das ist so eins der Spiele, das man auf Steam kauft und dann irgendwann spiele ich das. Bin jetzt einfach mal so neugierig, ich gehe jetzt bei Gronkh ins Stream und guck einfach mal, was er. Ne, die sind auch nicht so wirklich beeindruckt. So, kann ich mir vorstellen. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Die haben ja. Da hat ja. Wie heißen die? Ne, die gestern waren. Nicht Bethesda, sondern die anderen. EA. Also, die haben ja da mehr gezeigt. Ne, gestern war Bethesda. Microsoft, genau. Da habe ich auf Twitter gelesen. Gesehen habe ich es ja nicht, aber gelesen, die haben ganz viel Zeug rausgehauen. Na, Bethesda hat ja die ganze Nacht durchgemacht, ja. Nicht die ganze Nacht, aber ich glaube bis morgens um 6 Uhr ungefähr. Tja. Ja, das sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. Also, sie hätten sehr viel bessere Präsentationen machen können. Ja. Einer schreibt gerade im Chat, RIP my FF7 Dreams. Tja.
Meinst du, sie zeigen vielleicht ein Final Fantasy auf dem Sony-Teil, der heute Nacht kommt? Das weiß ich nicht. Wann kommt denn das heute Nacht? 3 Uhr. Aha. Genau. Ich muss um 6 aufstehen, wenn ich um 3 Uhr das gucken will. Dann bin ich aber auf Arbeit sowas von müde. Ja, ich würde sagen, dann... ich habe nämlich mal wieder Fahrschule. Ja. So. Mit dem Square Enix-Teil sind wir dann jetzt ja erstmal durch, ne? Auf sehr, sehr schnellem Wege, ja. Ja. Ja, gut. Das, ja. Doch, ich bleib dabei. Es war enttäuschend, aber Kingdom Hearts ist trotzdem geil. Ja, ich stimme dem zu. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie Star Wars dazu bringen bei Kingdom Hearts. Auch wenn ich das nicht will, aber dieses Franchise von Star Wars wird so viele Fans zu Kingdom Hearts bringen, ne? Ich habe gar keine Lust darauf. Also ich habe schon zu Ichi gesagt, ich werde mir extra für Kingdom Hearts 3 eine PlayStation 4 kaufen. Das hätte ich gemacht für Final Fantasy 7 Remake. Je nachdem, wie es gameplay-technisch dann halt auch aussieht. Und für The Elder Scrolls 6 werde ich mir extra eine PlayStation 5 kaufen. Oh Gott, da bin ich denn so gespannt, was diese neue Grafik... Naja, das sind andere Gespräche. Das machen wir dann später mal, ne? Genau. Gut, also ich bedanke mich für die Einladung bei deinem Podcast. Jo, ja, danke fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Ja. So, das ja war der Square Enix. Ja. E3 Podcast. Ja. Bis dann. Tschüssi.